Und für unser Karussell brauchen wir natürlich Pferdchen. Und was ist passiert? Oh weia, oh weia. Ich habe keine Pferdchen gefunden, die man kaufen kann, die dafür passen werden. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, okay, ich habe ja so eine Silikonform fürs Fondant oder Kekse dekorieren. Die gibt es ja bei Amazon oder eBay. Da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich dann so ein Pferdchen aus Modelliermasse. Gut. Und dafür brauchen wir natürlich, weil ich möchte die ja irgendwie befestigen und habe mir gedacht, wenn ich dann zum Beispiel so einen Schaschlikspieß nehme oder so, es kann ja passieren, dass es abbricht, weil ich will die ja reinpixen und dann habe ich den Salat schon wieder ein Problem. Dann habe ich mir gedacht, gut, okay, es gibt ja so schöne, wundervolle Nadeln, wenn man dann Rinderroulade macht oder so zum Schließen, damit das hält, habe mir gedacht, die werden doch wunderbar dafür passen. Dieser Kreis hier, naja, Kreis ist das ja nicht, ist ja auch so eine schöne Form. Es ist lang genug und es ist auch ganz schön spitz. Dann haben wir gedacht, die gibt es ja auch zum Beispiel bei Teddy für 1 Euro. Wie viele Stück sind da? 5, 6? Vielleicht sogar 10, weiß ich nicht mehr. Und die werden ja wunderbar dazu passen. So, und da ich ja nur eine Form von Pferdchen habe und das guckt ja nach rechts, es muss ja irgendwie so sein, dass von anderer Seite das vernünftig aussieht. Und das werde ich euch gleich zeigen, wie das geht. Dafür muss man erstmal, also ich habe dafür erstmal eine Form schon gemacht, komplett, auch mit diesem Stängel hier. Und die habe ich dann auch trocknen gelassen. Wenn es trocken ist, da Schwänzchen ja ziemlich hier dünn ist, habe ich dann ein bisschen verstärkt. Ich habe einfach hier so ein kleinen Streifen Karton geklebt, damit das auch besser hält. Und jetzt werde ich brauche ungefähr 1 Zentimeter, werde ich das einfach erstmal hier komplett, also hier lang, mit Heißkleberpistole kleben. Und 1 Zentimeter lasse ich dann von diesem Spieß frei, damit ich dann auch reinpixen kann. Also zuerst mit Heißkleber kleben. So, jetzt habe ich dann Spießchen hier geklebt und jetzt brauche ich ja noch so eine Form und dafür nehme ich dann Modelliermaße lufttrocknend in Weiß von Teddy. Meine Form, die habe ich ja schon ein bisschen mit Babyöl angepinselt, damit es dann viel besser rauskommt. Und auf meine Hände habe ich auch ein bisschen verteilt und werde dann auch mit Modelliermaße ein bisschen hier vermischen, damit auch Modelliermaße flexibler und geschmeidiger ist. Jetzt nehme ich ein Stückchen und gucke ungefähr so, ungefähr wird das ja reichen. So, jetzt nehme ich meine Spachtel und werde jetzt Modelliermasse hier reindrücken. Bei so einer Form ist das ein bisschen, naja, nicht schwierig, sondern oh, ich brauche noch ein bisschen mehr Babyöl, weil es ja doch ein bisschen klebt. So, jetzt nehme ich meine Spachtel. Bei so einer Form ist es natürlich besser, wenn ein bisschen hier so mit einer Spitze ist. Und drücke ich dann Masse rein. Ich weiß ja ungefähr, wie die Form aussieht. So. Und drücke ich weiter. Sogar wenn das hier jetzt zu wenig ist, das ist gar nicht schlimm. So, den Stängel brauche ich jetzt nicht. So, noch ein bisschen, damit ich dann wenigstens schon den Körper habe. So.
Kann ich dann schon Modelliermaße ein bisschen nach unten drücken. Und wie immer darauf achten, dass einigermaßen schön gerade ist. So. Hier Popo auch. So, den Stängel brauchen wir nicht. Kann man auch später auch noch wegmachen. So. Jetzt brauche ich natürlich noch Beinchen. Nehme ich dann auch so ein kleines Stückchen. Mache ich so ein kleines Würstchen und drücke ich dann hier rein. So. Und da, wo es endet, sozusagen, mache ich noch ein bisschen nach oben und verbinde es praktisch miteinander. So, brauche ich noch ein kleines Stückchen natürlich für ein zweites Beinchen hier. Einfach reindrücken. Und dann miteinander verbinden. So, genauso wie die anderen zwei. So, jetzt habe ich das fertig. Lege ich dann meine Form hier auf den Tisch und drücke einfach die Form nach oben. Und da wir ja alles mit Babyöl eingeschmiert haben und Modelliermasse auch mit Babyöl vermischt haben, kommt natürlich die Form viel besser raus. So, und bevor ich dann die andere Form hier drauf klebe, habe ich erstmal hier ein paar Streifen von, also Kartonstreifen ausgeschnitten, so ganz klein dünn, und hier drauf geklebt, weil ein bisschen zu verstärken, damit hier nichts abfällt, und Spieß klebt auch schon. Und zuerst, bevor ich also die Form, die andere Form drauf klebe und alles verstärkt habe, mache ich erstmal hier diese kleine, wie nennt man das jetzt? Ich werde jetzt auch einfach so diese Stützen sozusagen fürs Pferdchen nennen. Die muss ich dann zuerst kleben, weil wenn dann die andere Form hier drauf klebt und ich dann anfange hier noch was zu machen, dann drücke ich wieder alles ab und wieder raus. Deswegen die mache ich jetzt zuerst, und dafür nehme ich dann wieder Modelliermasse. Mache ich so ein kleines Würstchen. Erstmal so ein kleines dünnes Würstchen, die dann so gut da drauf passt. So, andersrum. So, hier. Und pinsel dann natürlich erstmal alles mit Bastellein. So, damit das alles hier schön drauf klebt oder kleben bleibt. Und ich habe noch ein kleines Schüsselchen mit Wasser dazu genommen. Und jetzt lege ich meine Modelliermasse hier drauf und drücke ein bisschen, aber ganz vorsichtig, damit mir auch nichts abbricht, weil das ist ja alles noch ziemlich dünn. So. Schon grob miteinander verbinden. So, von der anderen Seite natürlich auch. Damit ich dann den Spieß und den Kleber hier alles schön verdecke. So sieht das jetzt grob aus. Und jetzt nehme ich so ein Teil, ich weiß auch nicht, wo ich das her habe, weil hier ist es ja so richtig schön dünn. Ich weiß nicht, was kann man dann noch dazu nehmen? Irgend sowas wie zum Beispiel vielleicht so eine kleine, weil die hat ja, es gibt ja schon mittlerweile solche Pinzetten auch zum Basteln, und die haben ja hier auch so ein bisschen breiter die Spitze, kann man das dazu auch nehmen, und die sind ja auch manchmal
ziemlich handlich. Gibt es auch bei Teddy, habe ich gesehen. Auf jeden Fall, ich nehme dann so ein Teil, der ist ja so richtig schön schmal. So. Nehme ich dann ein bisschen Wasser und glätte es einfach, damit es auch so der Übergang glatt ist. Verbinde ich das praktisch miteinander und mache dann diese Naht, kann man sozusagen ja auch nennen. So. Es ist natürlich dann besser, wenn das gleichmäßig aussieht. Und mit Wasser kann man das ja natürlich wunderbar glätten. Mit Kleber geht das übrigens auch. Das ist ja kein Problem. Und da ich ja, wie gesagt, Pferdchen dann so halte, ist es dann natürlich auch besser, wenn ich dann erstmal diese Stängel hier, die Stützen zuerst mache. Aber wie gesagt, ganz vorsichtig, mit Geduld. So, habe ich dann miteinander verbunden. So, kann ich dann natürlich hier auch noch ein bisschen. So sieht das aus. Habe ich jetzt dieses Teil miteinander verbunden, sozusagen. Und jetzt werde ich dann hier unten natürlich das Gleiche machen. So, und jetzt ist das, die zwei Teile sind fertig. Und jetzt nehme ich dann Bastelein und pinsel zuerst alles mit Bastelein. Jetzt nehme ich dann die zweite Form, ganz vorsichtig, damit mir nichts abbricht. Und wir müssen natürlich dann darauf achten oder wissen, dass dieses Teil, der schon trocken ist, das ein bisschen kleiner ist, weil die Feuchtigkeit ja weg ist. Und dann wird auch diese Ornamente auch ein bisschen kleiner. Und wenn die natürlich dann noch frisch sind, sind die dann etwas größer. Und jetzt lege ich ganz vorsichtig es drauf. Weil die werde ich ja, will ich ja miteinander verbinden, damit ich das alles schön kaschieren kann. Und damit es dann auch von hinten einigermaßen vernünftig aussieht. So, muss ich dann natürlich gucken, dass dann alles so drauf passt. Und ich muss natürlich auch sehr vorsichtig arbeiten. Besonders da diese schmale Teile, so wie hier Schwänzchen oder Beine, weil sie können tatsächlich erstmal leicht abbrechen. Und dann ist das wirklich tatsächlich ärgerlich, weil man muss dann es entweder so in dem Sinne reparieren oder komplett neu machen. Und das ist dann wieder Zeit und das ist dann wirklich sehr, sehr ärgerlich. So, ich lege jetzt erstmal alles so grob drauf, drücke natürlich dann ein bisschen, damit es dann auch auf der Stelle sozusagen kleben bleibt, so schon ein bisschen. So. Und da ihr seht, das ist jetzt, wie gesagt, besonders hier am Kopf kann man ja wunderbar sehen, dass es etwas größer ist. Aber das macht nichts. Ich drücke das so, dass es dann am Rand hier miteinander passt. Hauptsache, es passt hier am Rand miteinander zusammen. Und wie gesagt, vorsichtig erstmal zusammendrücken. So. Hier am Bauch könnt ihr auch sehen, dass es wirklich etwas größer ist, wie gesagt. So, ganz, ganz vorsichtig. Das müsst ihr wirklich im Hinterkopf behalten, besonders so Beine. Da, Kopf, könnt ihr sehen. Ganz vorsichtig. So, und jetzt nehme ich dann wieder dieses Teil hier. Ein bisschen Wasser. Könnt ihr auch Bastelleim nehmen dazu.
und verbinde ich es praktisch miteinander und mache es auch glatt. So wie wir auch diese Stängel gemacht haben, sozusagen. So, und das natürlich dann komplett drumrum, damit das einigermaßen vernünftig aussieht. Und das sehr, sehr vorsichtig. Weil wie gesagt, wenn ihr Glück habt und irgendwo solche Pferdchen kaufen könnt, ist natürlich wunderbar. Und wenn nicht, dann könnt ihr das so wie ich machen, praktisch aus Modelliermasse. Ornament. Das dauert natürlich ein bisschen jetzt länger, weil man ja, wie gesagt, sehr vorsichtig arbeiten muss, damit da nichts abbricht, besonders Beine. So. Ganz, ganz vorsichtig. Kann man ja damit auch schön glätten. Und da ist, wie gesagt, so frisch, natürlich dann ein bisschen immer wieder bisschen was rauskommen, solange das nicht miteinander verbunden ist. So. Und dadurch, dass ja so kleine hier schmale Teile sind, ist natürlich besser, wenn man eben sowas hat, wo man da wunderbar überall rankommt. So. Ganz, ganz vorsichtig. Und so werde ich ja das komplett drumrum machen. Komplett drumrum, damit Pferdchen vernünftig aussieht. So wird das dann hinten aussehen. Und den werde ich dann auch ein bisschen mit Wasser und meinen Finger so glatt machen, damit das dann einigermaßen vernünftig aussieht. So, ich habe jetzt mein Pferdchen sozusagen die zwei miteinander verbunden. Ganz vorsichtig, wie gesagt. Alles komplett drumherum. Gucke ich dann natürlich, ob das alles so in Ordnung ist. Und jetzt lege ich es ganz vorsichtig, so mit frischer Schicht sozusagen nach unten, nach oben. Und jetzt nehme ich meinen Finger so ein bisschen Wasser tauchen hier, so. Dieses Schälchen ganz leicht und gehe ich ein bisschen hier drüber, damit es dann auch hier alles sozusagen glatt ist. So. Dann ist dann auch diese Schicht ein bisschen einigermaßen glatter, damit ich dann diese Risse hier bisschen glätten kann. So kann ich dann natürlich hier auch noch ein bisschen glatter machen. So miteinander ein bisschen verbinden. Aber wie gesagt, immer ganz vorsichtig arbeiten.
damit es um Gottes Willen dann nichts abfällt. So. Und jetzt kann ich das erstmal alles trocken lassen über Nacht. Am besten kann man das natürlich auf die Heizung legen, dann wird das noch schneller trocken. Und dann sind unsere Pfirtchen schon fertig. Die Aufsichtsperson ist natürlich auch da, um zu gucken, ob alles richtig ist. Und ich bin sehr zufrieden. Es ist viel besser geworden, als ich mir gedacht habe. Und mit Spießen einfach so reinzuspießen, war super. Hier muss ich dann natürlich den Deckel weiß pinseln, damit es auch passt von der Farbe her. Und dann kann es losgehen mit Farbe und Möbelwachs. So, und jetzt nehme ich Kreidefarbe in Weiß, Kalkweiß, und werde alles erstmal weiß pinseln und natürlich dann auch trocknen lassen. Und ich mache dann zwei, drei Schichten, so für alle Fälle, und besonders vorsichtig. Die Pferde werde ich dann auch natürlich pinseln. Wenn ich dann alles fertig habe in Weiß, werde ich dann natürlich dann alles noch mit Möbelwachs bearbeiten. Aber Pferdchen werde ich dann besonders vorsichtig behandeln, weil ich habe ja dann sozusagen Angst, dass mir dann die Beinchen hier oder dieser schöne Schwanz hier abbricht. Und das möchte ich ja nicht. So, ich habe das jetzt alles weiß gepinselt. Es ist jetzt auch alles trocken und jetzt kann ich das schon mit Möbelwachs bearbeiten. Und das gefällt mir super toll. Sieht richtig jetzt schon schön aus. Kann man natürlich alles nach Geschmack bunt anmalen. Grün und Rot, so traditionelle Farben mit Weiß noch dazu. Das wird ja auch sehr, sehr schön aussehen. So, und jetzt kann ich Pferdchen mit Möbelwachs bearbeiten. Dafür nehme ich Möbelwachs farblos. Und erstmal nehme ich dann so einen Pinsel, der nicht so breit ist und nicht so hart ist, weil ich ja erstmal mit dem Pinsel alles bearbeiten werde. Und da die Teile sind ja so nicht so stabil sozusagen, habe ich ja Angst, dass ich dann mit einem harten Pinsel was kaputt mache. Nehme ich dann ein bisschen was auf den Pinsel und pinsel erstmal alles komplett, also mein Pferdchen komplett mit dem Pinsel ein. Und dann nehme ich so ein Tuch und reibe ich es ganz vorsichtig mein Pferdchen damit ein. Natürlich auch von der anderen Seite. Und wie gesagt, ganz vorsichtig. Dadurch wird das dann auch die Oberfläche glatter. Und jetzt kann ich dann schon mit Dunkelwachs bearbeiten. Dafür nehme ich so ein Dunkelwachs. Und ein Pinsel. Der ist sehr viel weicher als andere Pinsel für. Sonst nehme ich ja immer für große Sachen so einen Pinsel. Und da ich ja nicht so dunkel haben möchte, benutze ich einfach die Reste, die noch da sind, und mache ich dann genau das Gleiche. Und dann ganz vorsichtig, wie gesagt, von beiden Seiten natürlich, damit ich nichts abbreche. In so einem Pinsel sind ja immer Reste drin, und wenn man dann nur ganz wenig davon haben möchte, geht das auch wunderbar. Nur praktisch ein bisschen Ornamente zu betonen. Wenn das natürlich dann zu wenig im Pinsel Pigmente drin sind, dann kann man natürlich dann doch in den Wachs tauchen sozusagen. So ganz vorsichtig, wie gesagt. Von beiden Seiten.
Das wird schon reichen. So sieht er jetzt aus. Und man kann natürlich auch schon so lassen. Und jetzt nehme ich aber noch den Lappen, auch extra dafür, für den dunklen Wachs, und treibe es noch damit ein. Nehme ich dann, was zu viel ist, weg. Und dadurch wird das auch die Oberfläche glatter. Und genau natürlich von beiden Seiten. Ganz vorsichtig. Und wie gesagt, man kann das natürlich auch schon so lassen, aber ich nehme dann noch Feuchttuch und nehme ich ein bisschen Wachs weg, damit das dann ein bisschen mehr nach Vintage oder Schiebestall aussieht, dass nicht so überall gleichmäßig sozusagen Wachs verteilt ist. Dadurch wird das dann auch ein bisschen heller. Und dadurch, dass es nicht überall gleichmäßig ist, sieht es dann schon eher nach Schäbi- oder Vintage-Style. Und wie gesagt, ganz, ganz vorsichtig. Besonders Beine und der Schwanz ist natürlich dann auch, weil die ja so dünn sind, möchte man natürlich nicht riskieren. So sieht das dann schon. Weil in den Ritzen wird ja sowieso ein bisschen mehr Wachs bleiben. So, und von der anderen Seite mache ich dann auch das Gleiche, dass ich dann ein bisschen hier abreibe. So sieht mein Pferdchen aus. Nicht mehr so ganz weiß oder so ganz dunkel. So gefällt mir das auch schon viel, viel besser. Und genauso wie Pferdchen werde ich jetzt auch alles andere mit Möbelwachs bearbeiten. Also nehme ich dann zuerst Möbelwachs farblos und einen Pinsel. Nehme etwas auf den Pinsel und reibe ich alles natürlich dann komplett erstmal mit dem Pinsel ein. Und jetzt nehme ich einen Lappen und reibe ich es alles damit auch noch ein. Nehme ich, was noch zu viel ist, weg. Und mache ich dann auch somit die Oberfläche glatt. Natürlich dann auch komplett erstmal alles mit dem Lappen bearbeiten. Und jetzt nehme ich Möbelwachs dunkel und auch extra Pinsel dafür. Nehme ich das ein bisschen auf den Pinsel und verteile das auf den Deckel. So. Und jetzt fange ich natürlich dann auch genauso wie mit dem anderen Wachs Pinsel dann erstmal. Aber ich mache das alles Stück für Stück. Sonst, wenn ich dann das alles komplett erstmal bearbeite und es so lasse, ist das dann natürlich, dass der Wachs viel länger drauf bleibt und dann wird das ja noch dunkler und das möchte ich nicht. Ich nehme dann noch ein kleines Pinselchen und mache ich dann noch hier die Lücken mit einem kleinen Pinsel, weil da komme ich ja auch besser hier überall ran. So. Und jetzt nehme ich dann natürlich einen Lappen für Dunkelwachs und reibe ich es alles, was zu viel ist, weg.
In den Ritzen wird das natürlich dann viel mehr drin bleiben. Aber dadurch, dass ich jetzt mit dem Lappen noch drüber gehe, wird das auch natürlich dann nicht so dunkel. Und so werde ich dann Stück für Stück, wie gesagt, komplett erstmal die Seiten bearbeiten und dann erstmal oben. Genauso werde ich dann natürlich auch diese Kuppel bearbeiten. So, mit Wachs bearbeiten bin ich jetzt fertig. Und jetzt, um so ein Schäbi oder Vintage-Touch beizubringen, also so richtig schön, damit es nach gebraucht und alt aussieht. So, dafür werde ich dann Wachs abreiben und manchmal sogar bis zur Grundierung. Und dafür nehme ich dann feuchte Tücher und reibe einfach den Wachs ab. So viel, wie ich das haben möchte. Und wie gesagt, besonders da an den Kanten, so hier, bis zur Grundierung, damit das richtig nach abgeplatzter Farbe aussieht. Richtig schön alt. So. Genauso wie hier überall. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig festzuhalten. Besonders wenn dann so viele Ornamente geklebt sind. So, wie gesagt, so weit abzureiben, wie man es haben möchte. Besonders so hier an den Kanten ein bisschen. Und Wachs bleibt natürlich in Ritzen viel mehr drin als an der Oberfläche, die glatt ist. So, kann man schon sehen, dass es viel heller wird. Und da ist ja, wie gesagt, Wachs noch in den Ritzen liegen bleibt, ist das dann natürlich dann so ein, sieht das dann so aus, richtig schön nach alt, so die Farbe abgeplatzt ist. Und genau das möchte ich ja haben. So. So sieht das dann aus. Wie gesagt, bis zur Grundierung, als ob dann die Farbe abgeplatzt ist. Und hier dann natürlich auch. Und so werde ich dann komplett alles bearbeiten. Und um Pferdchen reinzustecken, haben wir ja diese Spieße genommen. Und ich habe ja hier ein Ornament geklebt. Und beim Trocknen habe ich dann ein Löchlein gemacht, damit ich dann mein Pferdchen reinstecken kann. Mehr ist das nicht. Und dann können sie dann so stehen bleiben. Oder man kann die natürlich dann trotzdem festkleben, wenn man möchte. Und zum Beispiel als Alternative, wenn man keine Modelliermasse-Ornamente als Pferdchen hat oder Silikonformen, kann man ja auch zum Beispiel solche Pferdchen dazu verwenden, die wir aus Radiergummis gemacht haben. Die werden ja auch wunderbar dazu passen, auch so durchspießen. Und damit die dann auch hier drinne, damit man die auch da reinstecken könnte, das wäre ja auch so als Alternative auch gar nicht mal so schlechte Idee. Natürlich dann ein bisschen schlichter dekorieren oder auch so mit ein bisschen Glamour wird dann auch dazu passen. Ich bin fertig, bin ich auch sehr zufrieden. Und wie gesagt, könnt ihr Dach in zwei Varianten machen. Ein bisschen breiter oder ein bisschen schmaler, mehr oder wenig
Ornamente, aber sonst bin ich auch, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. Ist auch viel besser geworden, als ich gedacht habe. Und mit Licht sieht das ja auch wunderschön aus im Dunkeln. Und so schön kann man eine Karussell machen aus Materialien, die man eigentlich zu Hause hat. Oder wenn zum Beispiel man keine Pferdchen hat, kann man ja eine andere Alternative nehmen. Ja, das war meine Idee für heute. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wünsche euch allen viel Spaß beim Basteln dekorieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.